Hey you guys! Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Oblivion. Ich bin Venatrix. Ich bin Soul. Und wir hatten so ein bisschen Sachen offscreen gemacht, weil wir unsere verfickte Ausrüstung und 2000 und gute 900 Gold nicht abgeben wollten. Ja, seitdem haben wir jetzt eine Bude und laufen rum wie eine Hausmarkt. Denn diese Klamotten können die ruhig haben, das ist mir egal. Ganz genau. Weil die sind nicht so berauschend wichtig. Ja, und wir haben ja schon gegrübelt gehabt im letzten Teil, wie wir denn unsere Ausrüstung wieder kriegen. Die Antwort ist gar nicht. Genau. Und deswegen haben wir uns diesen Weg überlegt. Seid willkommen, Schwester. So, den Scheiß kennen wir natürlich noch aus der letzten Folge. Ihr dürft den Schrein säumt nicht. Ja. Mach die Tür auf, du Appel. Ruf mal die Karte auf. Ich bin Haro, Wächter. Ja, du bist der und der und der und der und der und der, ja. Sehr gut. So, Karte. Kleine Karte. Okay. Verwirrend. Ja, nee, dann folge ihm. Dann haben wir hier halt nichts zu finden und so. Das ist uns doch Wumpe. Oh ja, bis jetzt hier, da. Ah. Du bist der Neuen. Wie kann ich... Ja. Die Zeit des Wartens ist fast... Kannst du dich mal hier ein bisschen umschauen. Weil das sind so die Wege, die wir nachher gehen. Ja. Who's this? Wahrscheinlich Abi, aber es ist ja nicht wahrscheinlich. Da ist er wieder, unser King Jazz Hands. Verrückte alte Nudel. Und wir sind auf dem Weg halt, unsere Treue zu ihm zu schwören. Was wir natürlich nicht machen. Also wirklich treu zu ihm sein, weil wir legen ihn, glaube ich, irgendwann um. Aber bin ich mir selber gar nicht sicher, obwohl er jetzt verdient, umgelegt zu werden. Meiner Meinung nach. Wer bist du? Warum stehst du da so blöd? Ach, du bist hier hätte mit Sachen klauen. Ich hoffe, dir gefällt das Marktoutfit. Tag, Schwester. Kannst du auch tragen, wenn du wenig zu tun hast. Was haben wir hier? Eine Holztür. Ach verdammt, wir haben ja keine Dietriche mehr. Diese könnten. Der Morgen wird. Hier, athletisch. Athletiker. Sprachfehler O13. Wurde gelevelt. Das Tor ist jetzt nach oben. Ja, lobet ihn und so. Ich guck mich mal weiter hier um. Knusper, knusper. Knister, knister. Das Tor erfordert einen Schlüssel. Das ist keine gute... Aua. Sollen wir zitternd zu Füßen liegen und mich um Vergebung anflehen? Die spricht durch Dagon. Lobet ihn. Nee, lass mal. Brüder und Schwestern. Die Zeit der Heiligung. Ich werde nun ins Paradies gehen. Ich werde zum Beginn der Dämmerung mit Fürst Dagon zurückkehren. Der Morgen dämmert. Und da war er weg. Er hat sich weggeworfen. Ja, meine neue Schwester, die sich in die Dienste von Fürst. Also das Beste ist, du befreist ihn, nimmst dann das Buch und das Messer und läufst einfach. Ja. Ja, kennen wir alles schon. Wer das Opfer erschlagen, Halleluja. Rockstar ist auch gerade gekommen. Wird die letzte Folge ein Special?
Ihr müsst das Opfer töten, um euch voll... Erstmal will ich den Dolch haben. Den darf ich annehmen, ne? Ja. Rüste den auch mal gleich aus. Doch, war schon richtig. Ein wieder nach rechts. Jetzt auf Waffen. Da. Ja. Und jetzt geschliffen. Und lauf nicht den Weg, den du gekommen bist. Mach mal Licht für dich. Die andere Treppe hoch. Wir sind tot! Ja. Du hast du vorher wieder nicht gespeichert. Automatische. Oh. So. Halt ja. Bloß die Klappe. Merke, speichern. Falsche Tür. Der. So viel gebracht hat es mir aber nicht. Fand es lustig ist. Egal. So, mach dir auf jeden Fall, bevor du loslegst, auch deine Sicht an, weil die brauchst du. Ja. Der Könige ist unser. Eure Brüder und Schwestern seien gepriesen. Belohnung im Paradies sein. Loben ihn! Höret nun die Worte von King Fürst Dagon. Wenn ich wieder auf Erden bin, werden die Gläubigen unter euch ihre Belohnung erhalten. Sie werden für immer über allen Sterblichen stehen. Für den Rest gilt, die Schwachen sollen ausgemerzt werden, die Furchtsamen niedergemacht und die Mächtigen sollen mir zittern und mich um Vergebung okay. anflehen. Die spricht Christus Dagon. Lobet ihn. Die Zeit der Reinigung rückt näher. Ich werde nun ins Paradies gehen. Ich werde zum Beginn der Dämmerung mit Fürst Dagon zurückkehren. Kannst du nicht beklauen. Ist von der Story her vorgesehen, dass der da durchkommt. Ich bin mit. Tschüss. Er hat das verdammte Amulett im Hals getragen. Yep. So. Ihr seid... So, speichern. Ja, nimm den 60er. Eggert befreien. Und ab geht's. Was? Ihr könnt der Wasser fest. Ist das nicht der Spring? Rechts oben. Und dann halte ich rechts. Hier links. Und durch. So, weiter geht's. Hallo? And I would walk 500 miles. Wir sind gleich tot. Heil dich. Warum hältst du an? Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters. Andersrum! Das ist eine Sackgasse! Oh mein Gott! Entsperren! So, nächste Sackgasse. Da unten. Ich glaube, da kommen wir hin. Ja. Scheiße. Wer ist da? Für Stager! Ohne Karte. Es geht ja hier so nicht weiter. So, hier sind wir. Da kommen wir her. Das ist auch der einzige Ausgang. Nein, ist es nicht. Doch. Nein, ist es nicht. Es gibt einen anderen Ausweg. Schrein von Dagon. Vorkammer des Schreins. So, wir müssen da hoch. Deswegen gleich wieder durch. So. Ach, ich hasse die Karte. Siehst du? Da, hier. Das ist Schrein Vorkammer. Das ist hier. Mhm. Da oben ist der Ausgang. Ich glaube, wir müssen uns das drehen. So, gibt das mehr Sinn.
Dagon. Nein! Fickel! Okay. Wo ist... Trete vor, Novize! Er ist invisible! Why not? Invisible Jesus! Ja, mach ihn! Invisible Jesus. Sir, ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entfallen. Nö. Heile! Geradeaus, dann rechts rum. Jetzt rechts. Geradeaus. Nächste Abbiegung links. Geradeaus halten. Ja. Karte, Karte, Karte. Mach Karte. B. Nein, nicht Markierung setzen. Zurück. Es gibt einen anderen Weg. Wir müssen da oben lang. Nein, warte, ich muss hier gerade mal peilen, wie rum jetzt die Karte gehalten werden muss. Zwei, wo ist zwei hier? Ach, da ist zwei. Ach, da ist das. Okay. Diese Karte ergibt für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Egal. Versuch den anderen Weg. Wir sind tot. Wir sind so tot. Karte! Hätte ja klappen können. Einen großen. Immerhin ist er wieder da. Dreh vor, Novize! Kollege. Aber weißt du, scheiß auf Nachtsicht. Man muss gleich neben mir stehen bleiben. Was ist Hallo? Das? Hallo? Wer ist das? Wo war Westen? Karte? Der Wachsam. Ja, okay, da bleibt ihr mal. Das Meisters nicht entkommen. Ihr seid schwach, so wie die Götter, die ihr anführt. Karte? Immer Karte. So, jetzt rechts halten. Karte? Karte? Links halten. Für Fürst Dagon. Karte? 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 Geh weiter. Für Fürst Dagon. Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht. Karte, Karte. Das sieht gut aus. Das sieht mir aus nach der Ecke. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Oder ist es die? Nein, oder? Nee, das ist der. Nee, du bist doch hier, da steht doch Schrein Vorkammer. Ja. Vorkammer des Schreins. Ja. Gibt's hier noch eine andere Karte? Nein. Nein, das ist Ariussee. Höhle beim Ariussee. Ah. Halt dich mal rechts. Da links, wie auch immer. Nein, da solltest du nicht hingehen. Was willst du bedreckt beim Schreien? Okay, auch nicht schlecht. Toll. Oh, das sieht gut aus. Für Fürst Dagon. Lauf, lauf, egal. Und heile. Heile, als wäre der Teufel hinter dir her. Okay, im Prinzip ist er das. Ja. Nicht entkommen. Oh, Karte. Und Sackgasse. Nein, da ist Weg. Fürst Dagon erwartet eure Seele. Ich kann es schaffen, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen, ich kann es schaffen. Mach ab! Oh nein. Wir sind. Geh, geh, aktiviere! Schlüssel. Wieder zurück! Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von Fürst Heile! Ihr anfleht. Lauf, lauf! Karte, Karte, Karte! Den Weg kenne ich. Unmöglich, die haben abgeschlossen. Wir sind hier. Fuck. Gibt's hier irgendwie noch einen anderen Weg? Warte! Der Questmarker. Er zeigt uns einen Weg. Oh ja. Super, ne? Ja. Haben wir jetzt auch gemerkt. Ja, egal, dann muss ich wieder zurück. Wir sind Vollidiot. Ein Treffer und ich bin am Arsch. Heile. Du bist heile. Karte. Oh. Oh, shit. Hallo, ich bin... Karte. Für Fürst.
Dagon. Das ist Dawn's Egg, da. Das wird dir gerade zum Survival-Game. Karte. So, da langlaufen, du weißt wo. Ja. Ah, okay, das ist die Ecke, wo wir vorher waren. Ja. Okay, kurz mal verschnaufen. Heile. Also wie es aussieht, kommen die nicht nach. Hoffentlich. Ich will nicht sterben. Speicher doch einfach. Mein Gott. Machen wir neun. Ja, neun. Für den Fall, dass jetzt alles wieder für den Arsch ist. Sie kommen. Falsche Richtung. Aufzuschlägen. Halt die Schnauze. Wir schleichen. Wir sind entdeckt. Wo seid ihr? Fick dich. Alles nur wegen der Scheiße. Die Auserwählten werden die Reinigung überstehen. Wo ist denn der verfickte Hebel? Stirb, Ungläubiger. Nur toll. Die Auserwählten. Das dürfen wir gleich wieder alles neu machen. Überstehen. Ich hab noch gespeichert. Ja, super, da unten. Reinigung ist. Such den Schalter. Woher was es ist. Ich suche unsichtbar machen. Ach, was du Unsichtbarkeit machen suchst. Mondschatten. Ja. Ich Idiot. Kannst neu laden. Tägliche Fähigkeit. Ja. So, hast du das Ritual verlegt hier oben? Nein, habe ich nicht. Oh. Mach erst Auge der Nacht. Ich mach Mondschatten und dann such den verfickten Schalter. Das sind noch alle Zauber. Da, Mondschatten. Seid ihr? Lauf. Rechts rum. Karte. We almost made it. Und wir sind nicht mehr unsichtbar. Lauf. We made it. Ich bin mit dem Geheimnis voll entkommen. Ja! Zurück zur Kaiserstadt. Wir holen erstmal unseren Stuff wieder. Ja. Und dann zünden wir diese scheiß Rober. Komm, du musst dir vor Augen halten. Es ist ja egal, mit welcher Klasse du da hingehst. Du bist nachher nackig. Ja. Yeah, seitwärts laufen. Like a boss. Das sieht so grausam aus. Das ist unsere Bude. Das größte Rattenloch. Mit einem Reparaturhammer, den ich gerade erst gefunden habe. So, diese Scheiße packen wir wo rein? Hier rein, oder? Welche? Nein, wir nehmen jetzt unsere Rüstungen darauf. Alles ausrüsten. Waffe. Eisenpfeile kannst du auch schon wieder ausrüsten. Ein Silberdolch verschachern wir. Jo. So. Endlich. Und wir haben so ein. Nur wegen so einem ein Buch. Ja, zwei Seiten. Ja, super, ne? Die wir noch nicht mal lesen können. Ja, nun. Irgendwas ist doch immer. Nach Septim müssen wir. Ja. Die waren noch irgendwo hier, genau. Wolkenherrscher-Tempel. Ach, da kommt er wieder. Stein. Funkelstoff.
Ihr solltet mit Martin reden. Er wird das Mysterium Xaxes sofort sehen wollen. Ja. Und habt ihr das Amulett? Nein. Nein. Vielleicht, ich hab das Mysterium. Das sagtest du bereits. Ja, da, auch das sagtest du bereits. Alter, dieses Spiel ist so buggig, ne? Das reicht. Bugtester. Ja, es kommt hin. So, wo ist mein Freund? Da ist dein Freund. Ah, ihr seid zurück. Ich sagte Joffrey, er solle sich keine Sorgen machen. Ich kann sehen, dass ihr schlechte Neuigkeiten habt. Ihr konntet das Amulett nicht beschaffen, oder? Nein, ich habe aber das Mysterium. Bei den Neun. Schon der Umgang mit etwas derartigem ist gefährlich. Vergebt mir. Ihr hattet recht, es hierher zu bringen. Aber ihr solltet es mir besser geben. Ich kenne einige Wege, um mich vor seiner bösen Macht zu schützen. Könnte Xaxes uns nach Camaron leiten? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich vermute, dass das Geheimnis zur Öffnung eines Portals zu Camorans Paradies in diesen Seiten verborgen ist. Camoran! Aber ich benötige Zeit. Das Herumhantieren mit dunklen Geheimnissen, selbst schon deren Lektüre, kann sehr gefährlich sein. Ich muss mit Vorsicht fortfahren. Währenddessen solltet ihr mit Joffrey sprechen. Berichte über Spione in Brumach bereiteten ihm Sorgen. Das ist Buch. Wie gefährlich kann das sein? Mann. Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen zumindest einen Teil des Mysteriums Xaxes übersetzt haben werde. Du hast das falsche Buch vor dir. Ich bin mit Joffrey über diese Spione. Ist das falsche Buch? Da ist Mysterium Xaxes. Inwiefern ein Buch gefährlich sein kann, fragt das mal die Leute von der Mumie. Oder... Na gut. Herma aus Mora ist auch so ein netterer Prinz, der sagt, ey, Bücher gefährlich. Nein, das ist eigentlich nicht. Du kommst nur in eine Welt, wo jede Menge Japanese Sports da sind. Ja, sehr viele. Und ganz viele Eis. Ohne Böse. Du bist da oben am Romantieren. Ja, ich glaube, das Gespräch können wir noch führen und dann ist der Part auch zu Ende. Jupp. Dann haben wir es wieder mal geschafft, eine Runde Oblivion. Ihr habt den geheimen Schrein der Mythen. Ich hoffe, Martin weiß, was er mit diesem üblen Buch tut. Es verbrennt. Wenn er nicht vorsichtig damit umgeht, kann ihm einiges zustoßen. Spione! Ah ja, ich hoffe, ihr könnt behilflich sein. Die Wachen am Tor haben gemeldet, dass sie in den letzten paar Nächten Fremde in den Straßen gesehen haben. Ich kann den Wolkenherrscher-Tempel nicht ohne Verteidigung zurücklassen, während meine Leute das gesamte Gebirge absuchen. Aber diese Spione müssen ausgelöscht werden. Yeah, endlich mal wieder was Einfaches. Und ich werde sie ausfindig machen. Yeah, und sie werden alle sterben. Redet mit Stefan. Er kann euch sagen, wo er sie gesehen hat. Auch Hauptmann Burt kann euch vielleicht helfen. Ich habe die Gräfin gebeten, die Wachen anzuweisen, nach Fremden Ausschau zu halten. Spürt die Spione auf und tötet sie. Findet nach Möglichkeit heraus, was sie wissen und was sie geplant haben. Oui, mon Kapitän. Stefan, komm mal hier. Diese Spione beseitigt. Stefan. Kollege, wo bist du? Bist du Stefan? Ja, nee, du bist da oben. Hauptmann. Was kann ich für euch tun, Herrin? Deine Haare so machen, dass sie nicht aussehen wie ein Helm. Ja, hier Spione. Wir sehen sie immer in der Dämmerung in der Nähe des Runensteins. Sie sind nicht sonderlich vertraut mit den Wäldern. Aber Großmeister Joffrey hat uns verboten, uns zu weit von den Mauern zu entfernen. Aber es sieht so aus, als hättet ihr die Freiheit, den Feind anzugreifen, die wir alle uns so sehr wünschen. Viel Glück. Ja, wir werden den Kaiser hier wohl behüten. Habt keine Sorge. Deswegen bin ich auch deine Herrin und nicht andersrum. Das hört sich verkehrt an. Ja. Ey, gehst du... Stefan, Herrin. Was? Du läufst schon wieder weg von deinem Quizgeber. Du sollst doch noch mit der anderen Alten reden. Ja. Mit Diatsch. Mir wird es ich besser sagen, gehen. Ich sehe dann nicht. Wo ist die Biatch? Oder vielleicht auch nicht? Oh! Super, tu dir selber weh. Als ob die Gegner das nicht schon oft genug erledigen. Du mit deinem Querfeld ein, ey. Ich versuche mal auf dem Wege zu bleiben, das Ding kannst du mal anklicken da. Da sind übrigens die Gegner. Irgendwo hier in der Dämmerung. Weißt du was? Ich mache jetzt einen auf Camper.
du machst jetzt einen auf Camper und sagst an dieser Stelle See you guys. Das war sogar der Plan. Aha. Weil jetzt noch auf die zu warten, das würde noch ein bisschen dauern. Also würde ich mal vorschlagen, das war's das für heute und dann sage ich See you guys. Ciao. Wenn es dann weitergeht mit Oblivion.